Herzlich willkommen bei Singt es bei Emo und einer neuen Folge von Gesangslehrer reagiert. In Gesangslehrer reagiert werden wir wie immer uns mit den Stimmen der Stars befassen, um uns anzuschauen, welche Techniken, welche Tricks sie anwenden, damit wir sie auch ein bisschen selber klauen können. Diese Gitarre hier im Hintergrund soll signalisieren, dass ich ein Musiker bin und ich wusste nicht, wo sie anders hinstellen sollte, deswegen steht sie da. Heutiger Gast ist Alicia Marie. Ich persönlich kenne Alicia Marie nicht. Ich habe euch ja im letzten Video gefragt, auf welche YouTuber oder Sänger und Sängerin ich reagieren soll. Und ich habe Alicia Marie relativ häufig gelesen und da ich sie nicht kannte, dachte ich mir, hey, probieren wir mal was Neues aus. Nehmen wir jetzt nicht irgendwie irgendeinen Popstar, der jetzt irgendwie in den Charts ist oder so, sondern einfach mal eine coole YouTuberin. Ich habe gesehen, dass sie ganz viel Make-up-Sachen macht, auch Musik. Und ich werde mir gleich eines ihrer Lieder aussuchen und dann mal analysieren, was sie so drauf hat. So, wie ihr sehen könnt, habe ich ein bisschen aufgeräumt. Ich habe ein bisschen dafür gesorgt, dass das alles ein bisschen professioneller aussieht. Und ich hoffe, dass euch das gefällt. Wenn euch das gefällt, lasst mal einen Daumen in den Kommentaren sehen, damit ich mich freuen kann und ich ein bisschen Dopamin bekomme. Jedenfalls legen wir jetzt mal direkt los. Ich habe mir einfach mal das Lied von Alicia Marie Thunder ausgesucht. Thunder, englische Aussprache. Wir hören einfach mal direkt rein. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie sie singt, was sie macht, was für eine Musik. Let's go. So you think you're the hero of this story. Guess it feels good to believe your own lies. You want me to say that I'm sorry. Okay. Believe me, I'm sorry, I stayed by your side. Okay, bis hierhin. In meinen Ohren erstmal, die Melodie ist sehr nice. Ihre Stimme scheint sehr, sehr, sehr klar zu sein. Sie hat auch ein bisschen behaucht gesungen, also nicht komplett mit einer geschlossenen Stimmlippenfunktion, sondern so ein bisschen. So ein bisschen breathy. Das sorgt immer so ein bisschen mehr für Gefühl und Dynamik. Wir hören immer mal ein bisschen weiter rein. Denkt dran, ich muss immer zwischendurch das Video stoppen, damit ich keine Copyright Strikes bekomme. YouTube ist ein bisschen zickig. Das war eine sehr, sehr, sehr schöne Stelle. Ich weiß nicht, ob ich da Doppelung gehört habe, also dass zwei Audiospuren, die sie eingesungen hat, aufeinandergelegt wurden und ich auch eventuell eine kleine Harmonie gehört habe. Ich habe aber auch gemerkt, dass sie weiter mit dem behauchten, luftigen Style weitermacht. Also sehr, sehr, sehr luftig, so Lightmix-mäßig. Ich würde noch nicht mal Lightmix sagen, sondern etwas dazwischen, so ein bisschen flüsternd, behaucht. Und aber ich mag den Vibe. Man hat so ein, man hört das Lied und man macht automatisch so mit, man wippt mit seinem Kopf mit. Wow. Bis hierhin nice. I think it's over, but you ain't seen nothing yet. Nothing yet. You think it's over, but you ain't seen nothing yet. So, hier hat man jetzt auf jeden Fall hören können, dass sie ein bisschen mehr Kraft reingebracht hat. Meiner Meinung nach ist sie von diesem flüsternden, behauchten Sound bisschen weiter in so einen Lightmix gegangen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das hundertprozentig in ihrer Vollstimme war, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass sie viel weiter aus sich rausgekommen ist und so ein bisschen eine kräftige Betonung quasi mit dem Refrain leisten wollte. Wahrscheinlich sollte das einfach so ein Kontrastprogramm sein zwischen der ersten Strophe und dem Refrain. Da hat man so ein kleines Wechselspiel. Klingt sehr, 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 sehr nice. Spare me your words, you can't save me. Cause I saved myself when I walked out that door. Tell me, how does it feel to go crazy? Ah, das war schön. And how?
Sie benutzt auch ein bisschen Vibrato. Hier hat man eine kleine melodische Variation gehört. Und ja, der Song ist einfach, also bis hierhin, der Song ist super, super, super nice. Tripping over your own thoughts till you can't take it no more. But changing ways, all it takes to lose. Hier sind Harmonien wieder drin. Und hier habe ich eine gepitchte Stimme gehört. Das ist jetzt nichts, was man mit seiner eigenen Stimme machen kann, sondern das ist etwas, wo ein Producer die aufgenommene Stimme nimmt und sie ein paar Tonlagen runterpitcht. Ich glaube, vielleicht sogar 1 bis 2 Oktaven, damit so ein richtiger Sound entsteht. Und wenn man das mixt mit so einem bisschen, mit, ja, einfach einer schönen Stimme, dann entsteht da so ein, ja, so ein cooler neuer Vibe, so ein bisschen, ja, darkmäßig so. Einfach, ja, ziemlich cool. Das meinte ich. Hier hört man das perfekt. So richtig leicht, so fast flüstern. Man hört sogar, wie die Stimmbänder zusammenkommen, bevor der Sound entsteht. Das ist so ein ganz kleiner Moment, wo man so dieses hört. Das macht das sehr emotional und sehr schön. Und hier wieder der Kontrast zwischen dem eher Light Mix in der Kopfstimme und dann im Refrain wieder so ein bisschen mehr Power, ein bisschen, ja, bisschen mehr in der Vollstimme, ein bisschen mehr Kraft. Und das sorgt einfach für ein sehr, 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 sehr schönes Wechselspiel. Ich muss sagen, dass ich bis hierhin jetzt noch nicht so viele technische Stilmittel gehört habe. Also ich habe jetzt keine Runs gehört oder keine Riffs. Also sie benutzt Vibrato, aber auch sehr, sehr, sehr sparingly, also sehr, sehr, sehr zart, nicht so viel. Das ist so ein bisschen wie man, wenn man, ne, ein bisschen Salat isst und eine kleine Prise Salz macht. Ne? Nicht alles drauf, sondern eine kleine Prise Salz. Und das, ja, das klingt einfach sehr, sehr, sehr schön. Klare, schöne Stimme. Ich würde sagen, etwas, ja, etwas mehr an populären Gesang sozusagen angegliedert. Also das bedeutet, dass sie so ein bisschen mehr twangy singt. Also ihre Stimme ist ein bisschen weiter vorne in der Maske quasi platziert. Anstelle davon, dass es so hinten kehlig ist. Also singt jetzt nicht wie eine Opernsängerin, also, sondern es ist eher. Und dadurch entsteht halt so ein moderner, cooler Vibe. Da wieder Vibrato ein bisschen. Da war die gepitchte Stimme von vorher. Und schöne Harmonien sind auch wieder drin. Oh, das war krass. Das war ein hoher Sound. Ich weiß nicht, was das für ein Ton war, aber das war sehr, 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 sehr hoch. Ich glaube aber, dass der auch ein bisschen bearbeitet war. Oder vielleicht ist es auch einfach ein Zeichen dafür, dass sie eine richtig krasse Vokalistin ist. Ich würde mir den Sound gerne nochmal anhören. Für mich hat er sich ein bisschen bearbeitet angehört, aber wir hören mal rein. Das war ungefähr hier. Ja, das ist auf jeden Fall bearbeitet. Ich höre auch ein bisschen Distortion. Da wurde wahrscheinlich, ja, Distortion ist halt dieses, wie nennt man das? Auf Deutsch ist das so. Zerreffekt, das Wort habe ich gesucht. Das klingt so ein bisschen verzerrt, wie wenn ihr zum Beispiel Rocksänger euch mal anschaut, wenn die Gitarre spielen und das so ein bisschen verzerrt klingt, so. Das war so ein bisschen in dem Sound drin. Aber es klang nice. Es war so ein hohes, ja, einfach so ein abschließendes Finale. So. Wie ein Thunder einfach. So. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß nicht, was dieses Bruch sollte. Aber auf jeden Fall, danke für den Vorschlag. Daumen hoch für den Song. Richtig schöne Stimme, klare Stimme. Der Sound hatte, der Song hatte jetzt nicht so viele, in der Art und Weise, wie es gesungen hat, nicht so viele stilistische Mittel. Wie gesagt, kein Falsetto, ne, keine Runs, keine Riffs, ganz wenig Vibrato. Und ja, solides Projekt, finde ich auf jeden Fall nice.
Da könnt ihr mal erkennen, dass es auch YouTuber gibt, die wirklich gute Musiker sind und auch wirklich schön singen können. Also auf jeden Fall fand ich geil. Wenn ihr wollt, dass ich weiterhin auf andere YouTuber reagieren soll, die Musik machen, die singen, schreibt mir sie gerne in die Kommentare. Mir macht das echt Spaß. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Und ja, ich habe für dieses Video alles gesagt. In diesem Sinne, this is Emo. And I'm signing off. Peace. Da.